kleinen Rausschmeißer für euch. Wir sind ja hier in der Nähe der europäischen Wasserscheide. Das heißt, alles, was hier auf der östlichen Seite abregnet oder an Grundwasser hochsteigt, aus irgendwelchen Quellen kommt, fließt letztlich Richtung Osten, Österreich, Ungarn und letztlich dann ins Schwarze Meer. Und alles, was auf der anderen Seite Richtung Rhein-Main abfließt, geht dann irgendwann mal in die Ost- oder in die Nordsee. Ja, und jetzt habe ich unlängst den Carlos mal wieder in seinen Donauauen bewundert und habe mir gedacht, hier so in der Nähe zu Donaueschingen, direkt an der Donauquelle, könnte ich doch so ein Papierschiffchen falten und auf die Reise Richtung Wien schicken und ja, dann hoffen, dass der Carlos den richtigen Zeitpunkt erwischt, um dieses Papierbötchen dann wieder aus der Donau zu fischen. Und der Taco und ich, wir gehen jetzt noch an den Quelltopf der Donau und bringen dort in der Nähe dieses Schiffchen zu Wasser. Ich hoffe, Carlos, es erreicht dich und du hast ein bisschen Spaß damit. Bis dann. Guck mal, da haben wir es. Bis gleich. Hallo Freunde, ich grüße euch. Wie ihr im Vorspann schon sehen konntet, war ja der gute Busch-Sani mit dem Buschkrafter Taco unterwegs. Eine kleine Tour, sehr sehenswert. Die beiden Links von denen befindet sich natürlich dann unten in der Beschreibung. Und da hat der gute Busch-Sani, der da in Donaueschingen unterwegs war, ein kleines Papierschiffchen auf die Reise ins Ösiland zu mir geschickt. Tja, das ist nun eine Woche her. Ich habe sofort am nächsten Tag erfahren von der Reederei, das Schiffchen musste noch einmal umkehren, musste frische Ladung aufnehmen, die hatte der Busch-Sani vergessen. Die ist jetzt dann geladen worden, das Schiffchen ist unterwegs und ich habe soeben Meldung erfahren, dass in den nächsten Stunden das Schiff hier unten in den Donauen bei mir in Stopfenreuth eintreffen soll. Ich habe mich natürlich sofort hierher begeben und werde hier auf das Schiffchen, das gewisse Karlinchen, warten und in Empfang nehmen. Natürlich die Ladung löschen und schauen, wie es der Kleinen geht. Ja, ich mache mir es hier mal inzwischen gemütlich und dann schauen wir weiter. So Freunde, ich habe soeben Nachricht bekommen vom Schleusenmeister in Freudenau, dass Karlinchen die Schleuse passiert hat. Ich soll mich aber nicht schrecken, denn es sind anscheinend mehrere Schiffe dabei. Tja, schauen wir mal, was wir sehen. Karlinchen ist am Weg. Ich habe natürlich meine Flotte sofort losgesandt, sie zu eskortieren. Das ist die USS Carlos und die USS Carlos 2. Die Karlinchen jetzt eskortiert, dass sie sich hier in seinem Hafen. Oh! Und unser Karlinchen ist bereits angekommen. Die liegt nun schon am Trockendock und sie hat mir gesagt, sie muss mir jetzt noch einiges erzählen. Ich soll mich nicht schrecken. Okay, das höre ich mir jetzt einmal an. Dann melde ich mich wieder. So, wie gesagt, Karlinchen wollte mir noch was erzählen. Das höre ich mir jetzt mal schnell an. Aha. Ja.
Puh. Na puh. Na servus. Na, da kann sich aber der Busch seine freuen. Na, das gibt Probleme. Na sicher auch noch. Ja, du kannst nicht mehr dafür. Du bist ein kleines armes Ding. Kannst dich nicht wehren. Na gut, okay. Ich sage es mal den Freunden hier. Ja. Wie ich es eben vernommen habe, die Flotte legt gerade im Trockendock an und Karlinchen ist nicht allein gekommen. Buschsani, was ist da passiert? Karlinchen kommt mit 3 Kindern im Anflug. Das wird teuer, mein Freund, das wird teuer. Alimente pur, das schwöre ich dir. Hier sind die Kleinen. Dick. Trick. Und Track. Ja, Sani. Die gehören anscheinend dir. Karinchen. Und hier noch die Flotte. Die Carlos. Die Carlos 2. Aber was sehe ich da? Die ist ja beladen. Na, das sehen wir uns aber jetzt mal näher an. Also die vollgeladene Frachträume mit Käfchen. Mein Gott, Käfchen. Käfchen, lauter Käfchen. Und ein schönes Armband, ein Lanyard. Wow. Voller Käfchen, voller Käfchen. Die zweite genauso bestückt. Wow, Verbandsbäckchen kann man immer brauchen. Kienspann an Bord. Das schauen wir uns gleich näher. So, die Flotte ist in Sicherheit gebracht, den Rucksack verstaut. Da geht es ihnen gut. Und jetzt brauche ich mal ein Käfchen. Das muss man mal verkraften. Da jubelt mir der Sani doch gerade einen dreifachen Vater unter. Sabalotti! Das ist ein Kerl. Ein Wahnsinn. Ja, hier werden wir mal ein kleines Bäuschen einlegen. Ein kleines Käfchen machen. Und natürlich ist Karlinchen dick, trick und track. Auch dabei, ist ja klar. Ja, der Buschsani hat mich ja reich ausgestattet. Ein Verbandsbäckchen, was man natürlich immer brauchen kann, sehr gut. Kienspan. 1A Qualität. Ein kleines Lanyard wieder. Jetzt habe ich 2. Eines habe ich beim Tennis bei der Xmas Charity gewonnen. Eine geile Taschenlampe zum Kugeln, nicht schlecht, und mit Solar und Glow in the Dark, das heißt, die leuchtet in der Nacht, da kann man sie leichter finden. Perfekt! Und last but not least, ja fast das Wichtigste für mich, eine ganze Menge Käfchen, und den werde ich mir jetzt einen genehmigen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis gleich. Perfekto, perfekto. Ja. So, alles wieder pipifein hinterlassen und jetzt geht's heimwärts.
So Freunde, das war's mal wieder aus meinen Donauern. Grüße an den Buschsani. Karinchen ist da und nicht nur sie allein. Aber da hörst du sowieso noch gesondert von mir und ich wünsche euch noch ein schönes Weekend. Und falls wir uns nicht mehr sehen, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein Prosit Neujahr. Ciao Freunde!